Ich weiß nicht, wann kommt ein Broski oder wann kommen denn die ersten Vlogs zu dem Boxkampf gestern. Timo und ich haben nicht viel gesehen davon. Wir könnten uns aber auch den Boxkampf auf Join, habe ich gesehen, angucken. Weiß nicht, habt ihr vielleicht, ja bestimmt habt ihr den Boxkampf gesehen, da war ja gestern eh, ganz ehrlich, ich glaube, wir waren die einzigsten YouTuber, die gestern nicht da waren. So, wie war Boxkampf-Chat? Haut raus, habt ihr den gesehen? Ja oder nein? Angeblich hat Broski sein Vlog auch schon oben vom Boxer. Ah ja, der ist schon oben. Boah, 28 Minuten, wie übertreibt er denn? Ja, wahrscheinlich wird der ganze Kampf gefilmt, ne? Ah, ja. Kennst du doch. Ja, Trimax war wirklich überraschend gut. Gut, ich hätte direkt gesagt, dass Trimax, ne? Die Form von dem sah schon ein bisschen besser aus wie von Mickey. Obwohl, wenn so ein Mickey in Schwung kommt, aber ich habe direkt gesagt, Trimax holt das. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Also ich glaube, da hat sie auch, glaube ich, aber nur über die, über die Runden, glaube ich, geholt, ne? Krankes Event, wie gesagt, also ich habe nicht viel gesehen, ich habe mal kurz reingeschalten. Du hast ein bisschen länger geguckt, glaube ich, oder? Ich habe den ersten Boxkampf, habe ich gesehen. Und muss man echt sagen, Jungs, ganz ehrlich, ich meine, es wurde, glaube ich, auch einige andere bewusst, aber diese ganze Social-Media-Geschichte, die steht einfach noch so dermaßen immer noch in den Startlöchern. Ich sag's euch, wie es ist, das wird so dermaßen das TV wegblubbern, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ja, ja. Wenn man überlegt, dass das wirklich der Anfang ist und dass da jetzt alles, wenn da mal mehr so Produktionen kommen, wie das jetzt gestern gemacht haben, bei Join, also das war so gut aufgezogen, diesen Stephen Gethje, Marc Gebauer haben Interviews gemacht, das war unnormal gut, also war top, war einfach top. War krank, ne? Aber krank, ja, das wird bestimmt noch öfters kommen. Würdet ihr mal bei Teammates mitmachen, safe, oder? Teammates, safe, bin ich drin. Wir würden die alle zerreißen, Chat. Alle zerreißen bei Teammates. Fand es wirklich stark aufgezogen. Ja, ich hatte nur, wie gesagt, ganz kurz, bei Insta hat man es ja auch gesehen, wie die ganzen Proben waren halt schon geistig professionell, die ja, Lichtshow und sowas. Das ist wirklich wild. Gibt's halt wirklich. Ohne TV wäre das gestern nicht möglich gewesen. Join gehört zu ProSieben. Ja, Meister, ich sag mal, du hättest das ganze Jahr auch auf... Nee, die Produktionstechnisch, das stimmt schon, Digga. Da gehört schon noch schon richtig die Erfahrung von so einem TV-Team bla 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 dazu. Aber ich glaube, diese Reichweite, wo diese ganzen Influencer, Twitchler, YouTubler mitbringen, ne? Ich glaube, das wird einfach auf ein anderes Niveau kommen, wie es TV ist. Aber im Endeffekt ist es genauso, jetzt können die uns wieder blamen, aber das ist genauso wie wir die ganze Zeit sagen, wenn du ein Dschungelcamp machen würdest, safe, mit nur Influencer, wo nur so Monde, Trimax, wo einfach die Größten, Eli und so, alle da drin sitzen, wäre das Brief und Siegel, hätte das fünfmal so viel Aufrufe, wie dass dort irgendwelche Z-Promis drin sind. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, und wenn das jetzt immer mehr kommt, da macht TV macht gar nichts mehr. Ich glaube, das Fernsehen müsste sich so ein bisschen hinterdenken, so das altmodische Fernsehen müsste sich einen Stock aus dem Arsch nehmen und müsste sagen, ey, so ist es nun mal, müsste sich mehr verschmelzen damit. Ne, das halt auch, weil am Ende des Tages die ganzen Shows, wo sie im Fernsehen laufen, das sind ja bloß irgendwelche, wo du keinen Mensch kennst. Der eine ist von Adam sucht Eva, der andere kommt von Temptation Island. Ja. Aber die müssten das halt so, keine Ahnung, die müssten auch mal denen Influencer eine Chance geben, dass auch die mehr da drin sind. Dann wären die ganzen TV-Formate, diese klassischen, wären ja 10-mal besser. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, besser in dem Sinn, dass halt, sag ich mal, die ganze Jugend, die ganze Generation, die jetzt aufwächst, ja, wächst mit Internet-Influencer, Twitchler, YouTuber auf, ne? Ja. Die interessiert es nicht, wer eine Michaela Schäfer ist oder ein, keine Ahnung, irgendeiner von Temptation Island, so. Das interessiert die. Also, gibt auch, ja, ja, aber die Masse kommt einfach aus dem Internet. Ja, ne? Knossi kam im TV, schreibt einer auch nicht gut an, aber das Problem war aber auch, Meister, dass ein Knossi aus dem Internet genommen wurde für so eine gescriptete, sag ich mal, TV-Show, ja, was einfach gar nicht... So, das hat gar nicht gepasst. Nee, das hat gar nicht gepasst. Hätte der jetzt, sage ich mal, so eine Show gemacht, wie er auch, keine Ahnung, ja, was halt zu ihm passt, was authentisch ist, so, da wäre das auch im Fernsehen gelaufen. Dann wäre das auch da, hätte es da auch funktioniert. Keine Ahnung, wenn jetzt ein Knossi, sage ich mal, in einem Dschungelcamp ist, dann hat er ja kein vorgeschriebenes Skript, ja, dann ist er so, wie er ist, wisst ihr? Das ist eine Generationsfrage. Es gibt immer ältere Leute und dadurch wird Fernsehen stets relevant sein. Ja, klar, Meister, aber es wandelt sich ja auch alles, weißt du? Aber ich muss sagen, ich hätte zum Beispiel auch niemals gedacht, und das ist ja schon das beste Beispiel. Ich hätte niemals gedacht, dass meine Eltern irgendwann mal zu mir kommen. Ne? Meine Eltern, die sind jetzt 56 oder 57 beide. 57. Ich hätte niemals gedacht, dass da mal jemand zu mir kommt und sagt, Timo, was kann man aktuell für Serie bei Netflix schauen und so. Die gucken auch so gut wie gar kein Fernsehen mehr. Ab und an vielleicht, ich will jetzt nichts unterstellen, vielleicht mal noch ein Tatort oder so. Kann natürlich sein. Aber so wie früher, glaube ich, selbst ist es ja immer. Paul. Habe ich Netflix drauf gemacht, da guckt jetzt Star Trek, die ganze Zeit guckt er auf Netflix. Ja. Weil da kann er sich die Folge angucken, ja, nach und nach, muss halt warten, bis die neue guckt, guckt er sich dadurch, ne? Ja, das wird, glaube ich, halt wirklich, das wird ganz big, Digga, das Business.
Deswegen, ich meine, klar, Jungs, so komplett dieses alte Fernsehding kannst du ja nicht. Musst du ja auch gar nicht, aber allein sowas wie Seven vs. Ja. Wild oder sowas, weißt du, sowas könntest du ja. Die müssen einfach ein bisschen enger zusammenarbeiten, denke ich mal. Das denke ich auch. Ich glaube, das wird auch in die Zukunft einfach kommen. Den Sendern gehen die Ideen aus. Ja, ich sag mal, wie gesagt, so klassisches Fernsehen an sich, aber da wird sich, glaube ich, auch in die Jahre alles mehr über Streaming und sowas. Da wird es sich auch umschichten. Fast niemand, der U40 ist, schaut noch Fernsehen gefühlt. Vor allen Dingen müsst ihr euch ja mal überlegen, Chat. Wir zum Beispiel, die heute da sind, werden ja auch mal älter. Und dann sage ich mal, in 30 Jahren oder sowas, bist du ja dann trotzdem in dem Streaming-Business und allem drin. Und ganz ehrlich, ich sag, so ein Boxkampf gestern hättest du auch easy auf ProSieben übertragen können. Ja, und ich sag dir auch ganz ehrlich, sobald auch das TV mal wirklich rafft, was da für eine Macht hinter ist und was man da für Geld verdienen kann, sind die eh dabei. Ja. Dann sind die eh dabei. Ich glaube, das Ding ist, ja, guck mal, das wurde ja auch, war das in Stuttgart, wo war das denn, war das nicht in Stuttgart damals, wo wir das Spiel gestreamt haben, wo uns gesagt wurde, ja, aktuell sind noch so diese Stadionsprecher, die klassischen Übertragungssinger haben Angst, dass am Ende mehr Leute bei denen Streams zugucken, wie dann am Ende im Fernsehen. Und ich glaube, da ist noch das Problem, Chat. Nee, nein. Wie war das denn? Das war damals beim DFB-Pokal moderieren. Stimmt. Beim DFB-Pokal moderieren, da gab es so strenge Vorschriften, weil die echten Kommentatoren irgendwie so ein bisschen Angst hatten. Da durfte man doch ein paar Sachen nicht sagen oder nicht machen. Da das dann quasi nur auf ZDF oder ARD damals lief und es durfte dann quasi nicht in einem Stream vorkommen. Stimmt, und es durfte, weil da hatten wir doch gefragt, warum wird es nur als Stream übertragen und nicht mit dem Fernsehen, haben die gesagt, also dass man die Tonspur ändern kann, haben die gesagt, da haben die Angst, dass am Ende die Statistik zeigt, dass mehr auf diese YouTuber-Tonspur klicken, anstatt auf die Kommentatoren-Tonspur. Das war das, stimmt. Genau, so war das. Ja, safe, dumme. Streamer sind einfach so erfolgreicher, weil sie mit dem Publikum viel besser interagieren als bei einer Fernsehshow. Kirsch, ihr verschätzt euch total, wenn du die Peakzahlen eines Streams vergleichst mit einer gut laufenden TV-Show, da sind Millionen Zuschauer dazwischen. Guck mal, allein der Boxkampf, Digga, allein der Boxkampf so, jetzt ohne irgendjemand wegzufronten, aber so ein Leon Mascher gegen einen KS-Freak, die jetzt, sag ich mal, nicht mehr so im Mittelpunkt stehen, wie jetzt ein Trimax, Mickey, gestern, wo alle dort waren, Monte, ich will nicht wissen, wie viel Millionen gestern bei Join zugeguckt haben. Ich glaube auch, ja. Wenn bei Leon Mascher und so waren schon 800.000 oder 900.000, ich will nicht wissen, wie viel gestern da zugeguckt haben. Das war safe im Millionenbereich, safe call. Und Chat, ihr dürft euch auch mal nicht so unterschätzen, auch gerade beim Fußballspiel, ne? Das hat uns auch mal jemand gesagt, zum Beispiel bei so einem Sky-Ding oder sowas, ne? Wenn da jetzt ein Spiel im Einzelspiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Augsburg gegen Kräuter Fürth, da gucken dann nicht mal 5.000 Leute zu. So, wisst ihr, wie ich meine? Das darf man auch nicht immer alles unterschätzen. So. Ja, 5.000 ist ein bisschen krass. Ich glaube, die haben damals gerade 20.000 oder so. Ich glaube, ja. Es war doch, bei so einem Spiel, ne? Es waren 2,7 Millionen, kann man im TV sehen. Im Internet sehen, ja, sorry. Ja, ist krank, ne? Es ist halt schon krank. 2,7 Millionen. Plus, du musst überlegen, das ist ja, du darfst es auch nicht vergessen, das ist ja bei Join, du brauchst die App, du musst dich da einloggen, ne? So. Es ist anders, wenn jetzt, sage ich mal, der Boxkampf auf ProSieben gelaufen wäre, dann würde ich ein bisschen viel da eingeschaltet hätten. Ja, bloß, weißt du? Man muss einfach noch sagen, das war ja auch so das erste Big Ding, so, ne, wo nicht auf YouTube oder Twitch übertragen wurde, sondern halt in der App, ne. Ne, bei Join muss man sich halt einloggen, das habe ich auch gestern gemerkt, ja, das stimmt. Ja. Ich würde die App runterladen. Aber ich meine, viele wissen wahrscheinlich nicht mal, dass du da auf, keine Ahnung, wenn jetzt da gestern irgendeiner eine Zeitschrift gelesen hat, oh, guck mal, heute Abend ist da so ein Boxkampf-Event ProSieben, schalte dich mal ein, weißt du, wie ich meine? Ja, ich denke, viele kriegen das dann auch über ihre Kinder mit und so, bla bla bla, ne? Safe, ja. Schweiz konnte nicht schauen, okay? Ja, stimmt, da war das eigentlich bei Twitter ein paar gelesen, die versucht haben mit VPN und es ging nicht. Lachen, wollten sich einen Tunnel kranen, ging nicht, oder was? Die wollten sich einen Benji-Tunnel kranen. Ja, kurze Ansage, Timo gegen Eli und bin ich bereit. Mit dann Sydney, ne? Bin bereit. Chat. Ich hau Sydney drauf und Timo haut Eli drauf. Ich bin sogar bereit abzuspecken für Eli. Amar-Box gegen Revi. Ja, Amar. Okay, ist Amar schon für dich weg? Nimmst du Sydney, ich nehm Eli. Ja, alles klar, Chat. Bin bereit. Willi kann auch kommen. Ich geh auch in den Ring mit Willi. Mit Willi und Sydney. Eigentlich will ich gegen Willi. Du gegen Willi. Chat, ich will gegen Willi. Boah, Willi ist, ich glaube, das wäre ein geiles Duell. Ich will gegen Willi. Ihr seid, glaube ich, von der Größe, Statur ziemlich gleich. Ich glaube, das wäre wild. Ich will gegen Willi. Ganz ehrlich, ich will Willi auf die Schnauze hauen. Und ich will Eli auf die Schnauze hauen. Alles klar. Timau, deine Lunge hält keine 2 Minuten durch. Ich will in meiner kompletten Boxvorbereitung weiter Shisha rauchen. Ich wäre da. Ich würde es allen beweisen.
dass ich mit Shisha, würde ich aus dem Stiefel rausklopfen. Da wird durch die Ringseile würde ich dann durchklopfen. Ganz ehrlich, ich würde sogar, Simon vs. Flying Uwe, ja natürlich, ich würde aufhören mit Pfeife zu dem Zeitpunkt. Ich würde durchziehen. Ich würde Ernährung durchziehen, Chat, ich würde alles durchziehen. Die zwei würden euch kaputt hauen im Leben, ne, Chat. Ganze Leben nicht. Guck dir den an, da käme er, batsch, rein. Aber wäre geil, wäre glaube ich lustig. Simon würde Sydney locker packen. Easy. Aber ich sag, ein Sydney kann halt auch. Obwohl, Sydney, sage ich ganz ehrlich, der geht noch vorm Boxkampf abends feiern, weil Ron Bilecki ihn angerufen hat. Und dann ist es gar kein Problem. Scheiße. Was denn? Was mir gerade auffällt, ne? Was denn? Wie würde ich denn das machen? Ah, Tommy, direkt für TikTok, Junge, Tommy. Ich fordere hier mit Elias N97 zum Boxkampf raus. Simau fordert Sydney Friede ja zum Boxkampf raus. Wenn es wieder so ein Event gibt, wir sind da. Ey, wenn ihr da draus, wenn ihr nur so viel kleine Klödis habt da draus, ihr zwei, ne? Dann kommt rein. Dann kommt ihr rein. Und jetzt ist die Frage aber, wie mache ich das mit meiner Brille? Ah, Tommy muss nochmal, warte, Tommy, ganz kurz, wir muten uns kurz. Wie mache ich das mit meiner Brille? Hallo? Wie kann ich boxen? Kontaktlinsen. Müsste ich dann mit Kontaktlinsen boxen? Ne? Also hier offiziell, Freunde. Wir fordern die zwei Eierköpfe da drüben zum Boxkampf heraus. Sydney, wenn du dich traust. Ich bin gleich da. Und warte, ich bin kurz Eli. Da komm kurz in der Küche, ich bin kurz Eli. Oh, die Mau, du scheiß Sachse. Ich bin so da, Digga. Jungs, ich will euch sehen. Ich bin Sydney. Achtung, Sydney. Warst du gestern Abend noch saufen, Sydney? Guck mal, ich hab schon kurze für dich. Batsch! Wir sind so da, Jungs. Wir sind da. Wir sind da. Jungs, wir sehen euch. Im Boxkampf. Ah, ich glaube, die haben keine Eier da drüben. Ich glaube, die haben keine Eier da drüben. Ich nehme sie hops.